Damit, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt von mir. Ich glaube, heute oder gestern, weiß ich gar nicht genau, ist die FIFA 16 Demo rausgekommen und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und als erstes, ja, würde ich sagen, gehen wir mal auf Erfahre, was es Neues gibt bei FIFA 16. Ich würde wahrscheinlich die Hälfte vergessen, deswegen machen wir das jetzt ganz einfach so. No Touch Dribbling, ja. Aufgenommen von Lionel Messi. Man braucht nicht immer einen Ball zum Dribbeln. Verschaffe dir Zeit, indem du ohne Ball agierst. Schirme den Ball ab, zeige Finten und überlaufe dann den Gegenspieler, so wie Messi das in seinen besten Momenten tut. Deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Clinical Finishing, was ist das denn? Den Ball richtig treffen und wie ein Profi vollenden. Die Stellung von Fuß und Knöchel sind genau berechnet, wodurch sich den Spielern mehr Möglichkeiten zum Torabschluss eröffnet. Du spürst förmlich, wo der Ball getroffen wird und kannst präziser und härter schießen. Das sind also zwei der Futures. Wir machen direkt weiter mit der Defense Agility. Um die Beweglichkeit und Bewegung echter Profis abzubilden, gibt es jetzt Defense Agility. Die Verteidiger machen die Räume eng und können schneller Richtungswechsel vollziehen, um am Gegner dran zu bleiben. Durch diese neue Bewegungsfreiheit kannst du gegnerische Angriffe besser abwehren und Passwege zustellen. Das werden wir dann hoffentlich gleich im Game sehen. Genauso natürlich wie die anderen Sachen. Hoffentlich natürlich. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist nur eine Demo und deswegen kann ich eigentlich nur an der Oberfläche kratzen, aber vielleicht reicht es ja dem einen oder anderen für einen kleinen Ersteindruck und sagt, hey, finde ich klasse, ich kauf's mir, oder nee, ich bleib lieber bei FIFA 15. Das müsst ihr dann entscheiden. Defend as a unit. Gemeinsam verteidigen, zusammen gewinnen. Du kannst dich auf deine Mitspieler verlassen, wenn du in dem Zweikampf mit einem gegnerischen Angreifer gehst. Mit der neuen Defense-KI erkennen die Spieler gefährliche Lücken in der Abwehr und stellen diese Räume zu. Deine Teamkollegen ziehen sich bei den schnellen Vorstößen des Gegners zurück und versuchen, denen offensiven Anspielmöglichkeiten zu minimieren. Auch das sehr, sehr gut. Das war auch so ein kleines Manko an FIFA 15. Training und Fortschritt. Mit dem FIFA-Trainer kannst du dein Spiel stetig verbessern und dich weiterentwickeln. Optionale grafische Einblendungen weisen dich während einer Partie auf Gameplay-Optionen hin, die je nach Fähigkeiten und Spielfeldpositionen variieren. Am Anfang stehen grundlegende Steuerungsbefehle, aber auch erfahrene Spieler können von dieser Funktion profitieren und ihr Spiel verbessern. Ich werde sicherlich da mal reingucken, denn ich habe so das Gefühl, dass ich an meinem Level oder an meinem Limit gelangt bin und deswegen. Vielleicht kann mir das ja über dieses Limit hinaus helfen, das wäre ganz schön. So, neuer Spielmodus und darauf habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Frauen-Nationalmannschaften. Jetzt sind Frauen mit im Spiel. Spiele erstmals in der FIFA-Spielreihe mit Frauen-Nationalmannschaften. Wähle aus 12 Teams und tritt im Anstoßmodus sowie im Offline-Turnieren und Online-Freundschaftsspielen an. Ja. Ich finde, es wurde langsam Zeit hier von wegen Gleichberechtigung und so. Es wurde seit Jahren von den Fans gefordert. Dieses Mal haben die EA-Entwickler auf die Community gehört, was mich sehr, sehr freut. Und Food Draft Modus, auch das klingt sehr, sehr, sehr cool. Ein komplett neuer Modus bei FIFA Ultimate Team. Food Draft ist die neue Art, FIFA Ultimate Team zu spielen. Drafte für jede Position eine von 5 Spielern und stelle so deine Mannschaft zusammen. Mit jedem Sieg werden die Preise attraktiver. 4 Siege in Serie bringen die Top-Belohnung. So, das also waren die Futures, die neuen von FIFA 16. Und jetzt würde ich sagen, springen wir ins Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu den Frauenmannschaften und wir wählen die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Und gegen wen spielen wir, Freunde? Gegen wen spielen wir? Wir haben leider nur Deutschland und USA. Gut, dann eben die USA. Wir spielen gegen die USA. Soll mir recht sein. Teammanagement. Pop, 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 pop. Mittag. Leupold Schmidt. Mir fehlt aber eine Frau. Ah, die ist doch süß, oder? Die Debritz. Die nehme ich mit. Ich mag die viel zu sehr, um die nicht spielen zu lassen. Ich gebe es zu, ich bin parteiisch. Auch wenn sie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sie spielt. Ich glaube, die spielt bei Bayern. Ich weiß es nicht. Egal. So, ich würde sagen, wir können auf jeden Fall so spielen. Ansonsten, eine Sache noch. Wir nehmen sie aber auf jeden Fall mit. Haben wir einen Tor? Das ist ja alles so unsortiert. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Wir haben nur noch einen Stürmer. Okay. Kessler. 89er Stärke sitzt auf der Bank. Was ist denn hier los? Ja gut, man kann sie nicht gebrauchen.
Mittag. Ich möchte sie gerne mitnehmen. Ich möchte sie gerne mitnehmen. Dann haben wir hier Alushi. Beringer mit, ist bei Lauder ist dabei, Henning und Kramer. Nee, Meier und Kramer machen wir. Und ja, Schuld als Ersatztorwart. Ja, ich denke, so können wir spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auch auf die Präsentation, die wir gleich sehen werden. Wir spielen übrigens auf Profi. Und. Okay. Heber, Silber, Übungsanleitung. Na, reicht das so? Jawohl. So, und ein schöner Heber rüber auf die andere Seite. Ist jetzt kein allzu schwieriges Training, möchte ich doch sagen. Na, guck mal, der kommt sogar direkt an wahrscheinlich, oder? Springt er über sie? Nee, perfekt. Und der nächste. Na gut, wie gesagt, das ist jetzt kein allzu forderndes Training, aber vielleicht sollte man es mal gemacht haben. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Wollte ich natürlich auch so ein bisschen auf die Spannung. Ah, okay. Und jetzt mit dem Kopf reinmachen. Nein, gegen den Pfosten. Schade. Aber die Flanke war gut. Die Flanke war gut und die hat sich sehr viel besser angefühlt als in FIFA 15. Wir sind gespannt. Gut. Nee, nochmal möchte ich das jetzt aber nicht machen. Es geht los, Freunde. Deutschland gegen die USA hier im Borussia Park. Und ich muss gleich erstmal den Kommentatoren leiser machen. Mein erstes Spiel für die Frauen. Martin Tyler und Alan Smith weiter. Die Spielkommentatoren der Amerikaner bzw. die englischsprachige Version. Deutschland hat ja neue Kommentatoren, frage ich jetzt aber gerade nicht nach den Namen. Auf jeden Fall hat da endlich mal ein Wechsel stattgefunden. Ein Wechsel, auch der sehnsüchtig erwünscht von den Fans. Und auch hier haben sie endlich mal auf sie gehört. Die Kommentatoren der letzten Jahre in der Reihe wurden doch extrem langweilig und man hat sich die meist gar nicht mehr angetan oder nur noch sehr, sehr kurz angetan. Das soll sich jetzt wieder ändern. Viel mehr Möglichkeiten, viel mehr aufgenommene Kommentare, viel mehr aufs Spielgeschehen abgestimmt oder tatsächlich auch auf die Situation in der Liga und. Also es ist wirklich, es wurde deutlich mehr versprochen. Oh, die deutsche Nationalmannschaft. Ich drücke sie jetzt mal weg. Hope Solo. Alter, 34 Jahre, aber eine richtig gute Torhüterin. Auch wenn sie meistens nicht wegen ihrer Leistung, sondern wegen ihrer, ja, Fehltritte, sage ich jetzt mal, in den Schlagzeilen steht. Jetzt aber, bevor es losgeht, ganz kurz nochmal die Einstellung. Wie gesagt, wir gehen mal ganz kurz zu Spieleinstellung und gehen hier ins Audio und würden sagen, ja. Die Kommentare mal auf 4 runtergesetzt. Man soll sie noch hören, aber eben nicht mehr so laut. Man soll ja hauptsächlich mich verstehen und hören. Von daher, so, es geht los. Mittag. Leupold wartet hier auf eine Spielstation. Alushi. Und wieder Leupold. Wir spielen mal direkt rüber auf die andere Seite zu Debritz. Jawohl. Schöner Pass wieder zu Leupold. Basic und sie sieht die Anspielstation, die Möglichkeit hier zum 1:0, aber nein! Hope Solo mit einer richtig schönen Parade. Aber es ist noch nicht vorbei, Freunde, es ist noch nicht vorbei. Möglichkeit Nummer 2 und wieder scheitern die Deutschen hier an Solo. So, Mittag. Ah, verliert den Ball. Morgen jetzt. Der Sturm schnell eingeleitet. Wambach. Rüber zu Morgen. Die ist mitgelaufen. Schön gemacht. Von den Amerikanerinnen. Ah, aber auch schön verteidigt hier von Kim. Und das habe ich gerade gemerkt und mitgesehen. Also man konnte wirklich viel, viel, viel besser dranbleiben. Ich konnte den Gegner viel besser stellen, als es in FIFA 15 war. Also gefühlt auf jeden Fall ist das schon mal eine deutliche Veränderung. Wir sehen nochmal die Möglichkeit. Basan, Leupolz, auf Mittag.
Schöner Pass und jetzt Debritz, macht es Sarah Debritz, meine Runde, macht es Abridis, nein, spielt direkt in die Hände von Solo, da war einfach keine Kraft hinter, schade. Aber bis jetzt die Deutschen hier ganz klar mit dem Vorteil, Kran, Leupolz, Marason, Debritz, spielt weiter nach außen, ah schade. Pass zu schwach, abgefangen von der Amerikanerin. Jetzt aber die Möglichkeit, ne? Angerer. Oh, da war... Das war nicht so schön. Die Annahme eben. So. Ah, Bambach. Auf Holiday. Das ist ein geiler Name. Schuss aus der Ferne und sie macht es einfach. Angerer ist ja sicherlich keine schlechte Torhüterin, aber da sieht sie absolut chancenlos aus. Schuss aus der Ferne von Holiday, der Nummer 12. Und ich muss ganz ehrlich sagen, damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet hier. Ein Schuss aus dieser Position. Und obwohl Deutschland hier die ganze Zeit am Drücker war, macht es Amerika, macht es die USA jetzt zum ersten Mal mit dem 1-0. Wunderschön die Ecke. Angerer war, glaube ich, noch dran, konnte aber nicht mehr genug ausrichten, um den Ball irgendwie vom Tor wegzulenken. Guckt euch das an. Was für ein Schuss. Und damit steht es 1-0. Würde sogar fast sagen, etwas unverdient. Aber der Schuss, der war einfach richtig, richtig schön. Debritz. Auf Kämme. Sie weiß nicht wohin mit dem Ball. Jetzt vielleicht die Möglichkeit, den Ball über die Abwehr zu lupfen. Nein, klappt nicht. Schade. Morgen. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Angerer jetzt mit der Möglichkeit hier zu halten. Jawohl. Kommt raus, greift die Stürmerin an. Das Gott sei Dank die richtige Entscheidung, kann den Ball in der letzten Sekunde noch übers Tor lenken. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. In der letzten Sekunde wirklich mit der rechten Hand gerade so im Rutschen. Ah, schöne Flanke und Angerer hält. Wunderbar. Schmidt. Da verliert den Ball. Unnötiger Ballverlust. Und sie macht's. Nein, sie macht's nicht. Und auch im zweiten Versuch. Die Deutschen hier mit Glück. Es hätte jetzt tatsächlich schon 2-0 stehen können. Durch den Fehler von Schmidt, Leupolz. Ah, der Pass zu durchsichtig. Abgefangen. Klingberg. Versucht hier nach innen zu spielen, aber da sind die deutschen Mädels wachsam. Da liegt eine der Amerikanerin auf dem Boden, hat anscheinend Schmerzen, kann weiterspielen, jawohl, Lloyd. Lloyd im zweiten Versuch holt sich hier den Ball wieder. Was war das denn, den Ball viel zu weit nach vorne gelegt. Und der nächste Fernschuss hier, der Amerikaner. Ja, und übrigens, EA hat schon verraten, das ist natürlich jetzt erstmal ein Testlauf mit den Frauen und sollte das wirklich gut ankommen, so wie erwünscht, und sollte das auch gut funktionieren und guten Anklang finden, dann wird das Angebot nach und nach erweitert mit mehr Nationalmannschaften und später dann vielleicht auch sogar mit den Ligen der Frauen. So, wir schauen mal ganz kurz auf die Statistik. Ja, inzwischen sogar die Amerikanerin doch ein bisschen mehr Druck gemacht. 6 Schüsse, 5 davon aufs Tor. Deutschland 3 Schüsse, 3 aufs Tor. 59% Ballbesitz. Und doch sind sie die Mannschaft hier. Trotz 89% Passgenauigkeit. Trotzdem sind sie die Mannschaft, die zurücklegen. So, es geht in die zweite Hälfte. Und vielleicht schaffen wir es ja jetzt hier irgendwie wenigstens den Ausgleich zu holen und uns vielleicht in eine Verlängerung zu retten, wo dann wieder die Karten neu vermischt werden, wo wir dann wieder alle Möglichkeiten haben. Kran. Schön gestört. Kran. Leupolz. Rüber auf Debritz. Klemme geht mit.
vielleicht eine gute Idee, aber schade. Pass ein bisschen zu schwach gewesen. Debritz hilft jetzt hinten aus, weil Kemmel immer noch vorne ist. Das also klappt wirklich sehr, sehr gut. Das hat aber auch im 4-15 schon geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt habe ich jetzt nicht so viel Neues gesehen. Abgesehen davon, dass sich die Verteidigung meines Erachtens besser spielt. Aber das kann jetzt auch irgendwie täuschen. Aber wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist nur eine Demo. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Ich mache hier vielleicht ein, zwei, drei Spiele. Das heißt aber nicht... Das heißt aber nicht irgendwie, dass wir hier alles dadurch entdecken können. So, jetzt auf jeden Fall Mittag gefällt mir nicht ganz so gut. Dafür kommt jetzt Kessler rein. Vielleicht ist die auch ein bisschen spritziger, ein bisschen flinker, ein bisschen besser im Dribbeln. Ich hoffe es mal, mit so einer Stärke. Ansonsten, was muss man dazu sagen? Frauen spielen sich nicht großartig anders als Männer. Man merkt vielleicht an den physischen Attributen, dass sie da ein bisschen zurückhängen, aber ansonsten spielt sich das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr gut und auch Amerika übrigens gerade hier am Wechseln. Und die Frauen, die sehen doch sehr echt aus. Oh, schön gemacht. Schön gemacht. Jetzt vielleicht mit dem Foul-Elfmeter. Nein. Die Schiedsrichterpfeife bleibt stumm. Ball gespielt, sagt der Schiedsrichter, beziehungsweise die Schiedsrichterin. Und Debritz jetzt mit der zweiten Möglichkeit, hier vielleicht ihren Fehler auszumerzen. Nein. Wieder Ball gespielt. Das war gerade zum Beispiel, was ich meine. Ihr Dribbling ist jetzt nicht so gut irgendwie. Klar, dass sie nicht so gut ist wie Messi oder so, das ist mir klar, aber es fehlt wirklich einiges. Längst nicht so beweglich und so dribbelstark wie die Männer. So, Schmidt jetzt gegen Klingberg. Klingberg zieht nach innen, wird von Schmidt gestört, kann aber die Flanke nicht verhindern. Aber die Verteidigung, oh Gott, Gott, nie Möglichkeit, aber anderer hält. Kessler. Debritz. Auf Sasic. Und die spielt wunderschön den Ball rein und nein! Die Möglichkeit hier zum Ausgleich. Kessler hatte den Ausgleich schon auf dem Fuß. Und sie scheitert an Hope Solo. Und wie so oft am heutigen Spieltag, beziehungsweise im heutigen Freundschaftsspiel. Debritz. Oh, das war ein Foul. Das war definitiv ein Foul. Aber bitte verletz dich nicht. Ich habe nur eine Stürmerin. Oh, Riley kommt rein für Heath. Du kannst jeden jetzt bei den Freistößen eindrücken. Ja, das kenne ich doch schon. 27 Meter. Na, soll ich es versuchen? Versuche es mit zwei Strichen vielleicht. Oh, nein. Etwas zu stark. Eigentlich wollte ich auch nur anderthalb. Hat leider nicht so geklappt, wie ich wollte. Ansonsten sah es sehr, sehr, sehr gut aus. Die Ballausrichtung, die wäre perfekt gewesen. Oben links in die Ecke. Und übrigens, guck mal hier. Ne? Die Schiedsrichter benutzen jetzt auch tatsächlich das Spray. Also das auch ein kleines Future. Was heißt Future? Future ist es nicht, aber es ist ein kleines Detail, das hinzugefügt wurde. Ah. Leupolz konnte sich hier nicht durchsetzen. Aber vielleicht jetzt. Also das Dribbling irgendwie, weiß ich nicht. Entweder liegt es jetzt tatsächlich an den Frauen oder ich komme mit dem Dribbling nicht mehr klar. Ich weiß es nicht. Verlieren wir hier tatsächlich unser erstes Spiel, Freunde. Es sieht momentan ganz danach aus. Es sind noch knapp 2 Minuten zu spielen. Jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich und der Ball ist drin. 90. Minute, 1 Minute Nachspielzeit und der Ball findet seinen Weg ins Tor. Guckt euch das an.
Und das auch nur, weil der Ball noch abgefälscht war. Guckt euch das an, hier. Der Schuss abgefälscht von der Verteidigerin, der Amerikaner. Und damit unhaltbar über Hope Solo gelupft. Ansonsten hätte es ihn gehabt. Trotzdem, Alushi bekommt das Tor zugeschrieben. 1:1 hier. Und das in wirklich letzter Sekunde. Das Spiel wird abgepfiffen. Und damit gehen wir in die Verlängerung. Und ich würde sagen, wir machen das hier auf klassische Art und Weise. 1:1 nach 90 Minuten. Es geht in die Verlängerung. Noch zweimal 15 Minuten hier, um einen Sieger festzustellen. Debritz mit dem Schuss, aber... Oder war es Debritz? Nee, doch. Ja, ich finde, ihr Spielerbild ist hier nicht allzu ähnlich. Schöner Pass hier auf Rapinoe. Ja, ich wollte gerade zurückpassen, hatte aber nicht mehr die Lücke der Zeit, dass ich kämme. Abgefangen von den Amerikanerinnen, leiten jetzt den Gegenangriff ein über O'Reilly. Krieger. Klingberg. Immer wieder auf Klingberg. Auf die linke Seite hier. Ach, schade. So, die erste Halbzeit der Verlängerung ist ebenfalls um das Ergebnis wie nach wie vor 1:1 hier. Und langsam aber sicher, man sieht, die Amerikanerinnen drehen auf, jetzt sogar mehr Ballbesitz, 51:49. Und es gibt jetzt noch einmal 15 Minuten hier, um den Sieger festzustellen. Oh, faul. Faul von Marojan. Kurz gespielt. Schön gemacht. Marojan kommt gleich mit nach vorne. Leupolz. Schöner Pass hier. Ach, festgehalten. Gibt's denn sowas hier? Debritz. Na, schade. Komm nicht durch. Ah, keiner kann sie stürmen. Keiner kann sie stoppen hier. Leupolz gegen Wombach. Ah, abgefangen, sehr schön. 2 Minuten noch hier zu spielen. Plus Nachspielzeit. Es gibt keine Nachspielzeit. Das hat sich anscheinend auch verbessert. Irgendwie bei jedem Spiel total unberechtigt 5 Minuten. Das hat mich schon immer genervt. Jetzt anscheinend hat sich das, ja, geändert. Nein, und es gibt das 2:1 hier. Durch Lloyd. Das darf doch nicht wahr sein. In der 120. Minute machen sie hier das Siegtor. Angera, ich weiß nicht, was das soll, ganz ehrlich. Den hätte sie ganz einfach haben müssen, wegfäusten. Finde ich ganz ehrlich ein bisschen lächerlich, dass sie den nicht gehalten hat. Ja, gut, es ist nicht zu ändern. Carly Lloyd hier, die Nummer 10, der Captain der Amerikanerin, macht hier das Siegtor.
Jawohl, das war's, liebe Freunde. 2:1 beziehungsweise 1:2. Das Ergebnis hier, wir verlieren das erste Spiel auf den Schwierigkeitsgrad Profi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so meine Problemchen mit den Frauen. Mir fehlt die nötige Spritzigkeit und Beweglichkeit, das Dribbling, das Verhalten mit dem Ball. Das fehlt hier einfach. Und ich bin gespannt, ob es bei den anderen Mannschaften besser ist. Wir werden sehen. Ich werde sicherlich noch ein Spiel machen mit einer normalen Mannschaft. Wahrscheinlich sogar mit Dortmund. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dieser kleine erste Einblick hat euch gefallen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, hat sich nicht ganz so viel geändert. Die Präsentation vor und nach dem Spiel ist relativ gleich geblieben, hat sich nicht großartig geändert. Vielleicht sehen die Gesichter noch ein bisschen besser aus, das kann ich nicht beurteilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Frauengesichter, die kenne ich jetzt nicht. Obwohl von den Deutschen, würde ich sagen, passt das Ganze schon ganz gut. Und noch konnte ich aber viel mehr nicht feststellen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Like, also einen Daumen nach oben sehr freuen. Und es wird sicherlich noch eine nächste Folge geben. Ich hoffe, ich schalte wieder ein. Macht's gut, euer Nation. Ciao, ciao.